Ah! Hey, heute habe ich mir gedacht, ich zeig mal wieder coole Fortschritte in Craft Attack zusammen mit dem Petret. Assalamu alaikum, meine Brüder und Schwestern, wie geht es euch? Habt ihr schon gefastet? Habt ihr schon gebetet? Hä? Das ist doch voll, Fastenzeit ist doch lange her. Ja, und warum, stimmt doch gar nicht. Warum sagst Kreuz? Türkische Wörter, du bist doch Albaner, ich verstehe das alles gar nicht. Alle Muslime werden mich jetzt kreuzigen, weil ich das gesagt habe. Ja, ich merke schon, dass die Muslime dich kreuzigen. Das ist bestimmt das Erste, was sie machen. Jetzt safe, Digga. So, zack. Seht ihr, es hat keinen Schmerz bereitet, hier reinzufliegen. Ach, diesen Wasserfall, ne, genau. Das ist die Landestation der Elytras, ne? Aber hab ich sowas von. Digga, ich guck deine Folgen mal dreimal bis zum Ende. Das solltet ihr auch tun, weil, ja. Wenn es langweilig ist, dann mutet das Video einfach und lasst zu Ende laufen. So. Genau. Wo wir beim Thema sind. Warte mal, ich warte eigentlich noch, dass du hier hinkommst, dann kann ich dir und den Zuschauern das zusammen zeigen. Wo bist denn du gerade? Ich bin auf der Brücke der Freundschaft. Auf der Brücke der Freundschaft. Ach, ich sehe dich da hinten. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Guck mal, hier kannst du jetzt runtergehen da hinten. Habe ich ein bisschen angepasst. Ich warte einfach auf dich hier bei meiner Treppe. Bei meiner Leiter meine ich. Die Treppe des Leidens oder was? Dann zeige ich dir zu... Nein, da zeige ich... dann zeige ich dir zuerst, was so abgeht in meinem Haus drin, was ich... was ich so geschafft habe. Oh, scheiße. Alles klar. Und dann du kannst meinem Pfeil nicht entkommen. Dann zeige ich dir, was ich draußen so getrieben habe, obwohl du das schon gesehen hast. Aber du musst so tun, als hättest du nichts gesehen wegen Authentizität. Aua! Okay. Zeigen sie mir. Hast du nicht viel überhaupt hier gelesen, was ich geschrieben habe? Ja, erklär mir. Warte. Erklär mir das mal bitte. Natürlich habe ich das gelesen. Ich dachte, du guckst meine Videos. Du hast mich eingeladen zu deiner Gung. Ja, es war irgendwie voll komisch. Das hat er einfach nicht übernommen. Hey, was wolltest du denn damit aussagen? Was da steht? Hast du es korrigiert oder was? Nein, das steht einfach nur. Also nein, ich habe das nicht geändert. Da stand einfach nur: Lade ich dich ein, meiner Gung. Weiß. Ja, aber jetzt steht richtig, ne? Hä? Bei mir steht: Falls Revi König werden sollte und er dann durchdreht, lade ich dich ein, meiner Gegenbewegung anzuschließen. Das steht bei dir? Ja, das liegt irgendwie am Texturenpack, glaube ich. Es ist ein. Ey! Aua! Vertrau mir. Das steht da. Oh mein Gott! Da steht meiner Gegenbewegung. Ja, alles klar. Zeig mir deine Fortschritte. Alter Schwede, willst du mich umbringen oder was? Ja, ich bin so ein treuer Zuschauer. Ich weiß auch, dass du deine Fortschritte auch über Timelapse präsentierst. Bam, Digga. Wow, das finden neue Abonnenten raus, wenn die ein Video 20 Sekunden lang gucken, Digga. Ja, okay, stimmt. Das wird echt. Ich lass deine immer durchlaufen. Zeig. Da oben. Ich habe da oben ein bisschen verschönert. Ich weiß nicht, ob das hübsch aussieht, aber ich habe mir gedacht, da oben ist es ein bisschen... Ja, ich finde irgendwie alles schön. Was? Das soll dein Weizenfeld sein? Das ist nicht mein Weizenfeld, das ist nur eine Verschönerung. Das sieht... Das ist Accessoire von unten zu sehen, nicht zu merken. Das Problem ist, wenn du hier so Falltüren machen würdest, dass man die Erde nicht sieht, wäre es dann noch... Dann würde es gut aussehen, weil die Erde sieht echt kacke aus da. Und los geht's! Timelapse! Das Lustige ist, die sehen das gerade wirklich als Timelapse. Und irgendwie ist es jetzt schon fertig. Warum sollte ich einen Kommentar von dir einblenden, wie du das geschrieben hast? Ja, weil das cool ist. Ich hab's gesagt, aber irgendwie so als Kommentar. Ja, Leute verstehen das doch. Ist doch 2 Sekunden her, dass du das gesagt hast. Ja, aber ich find's irgendwie cool so. Eigentlich soll das lustig sein, aber jetzt hast du ein bisschen Witz gemacht. Bitte töte mich nicht! Ich habe nämlich auch überlegt, hier hinten irgendwie noch so ein Pool-Areal später zu bauen. Das ist aber noch nicht passiert. Deswegen ein Pool-Areal? Das hast du von mir geklaut, denn ich habe schon einen Pool. Aber kein Pool-Areal. Okay, und dann habe ich hier noch meinen Lagerraum so gut wie fertig gemacht. Aber es fehlt mir ein Eisen, deswegen kann ich die Kisten nicht nebeneinander stellen. Du weißt, wie es läuft. Okay, hier braucht man Eisen für Redstone-Kisten und das drin weißt. Ach so, Redstone-Kisten, die kann man dann so krass so kombinieren. Einfach dann nebeneinander stellen, ha? Ach, du kannst aber nicht auf mein Haus gucken, was bald kommt. Warte, das Haus von dir. Du brauchst einen Ausblick, wo du auf meinen Berg gucken kannst. Das Haus von dir, wenn ich hier hingehe, dann sehe ich das. Boah, Digga, da musst du aber Chunks ein bisschen höher, glaube ich, oder? Nee, reicht. Also ich sehe das. Also ich sehe das auch. Ich dachte, weil dein PC ist ja eine Waschmaschine, deshalb. Du bist total aggressiv aufgelegt heute, Alter. Ich hab Angst, von dir getötet zu werden, Mann. Achso, es ist Wasser. bist du da random reingefallen, oder was? Ja, oh, mein Herz ist gerade an mir vorbeigelaufen und mein Leben auch, ey. So, ich verstecke mich jetzt in meinem Haus und du musst mich finden, okay? Hide and Seek. Ey Leute, wollt ihr wieder eine Folge Hide and Seek in Craft Attack, wie wir es in Craft Attack 2 gemacht haben, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, dann spielen wir Verstecken in Craft Attack. Das ist echt mal, Bock. Weißt du noch, wo wir das gemacht haben? Boah, Craft Attack 2. Craft Attack 2. Flachland, da haben wir
Verstecken spielen, hast du dich in meinem Dachboden versteckt und ich musste dich suchen und dann bin ich mal daran vorbeigelaufen, dann irgendwann habe ich das gecheckt, dann bist du, hast du dich rausgeworfen und bist abgehauen. Das war so richtig dämlich. Das war aber richtig lustige Folge und ich fand das richtig lustig. Stimmt. Leute, wenn ihr das wollt, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, dann spielen wir gerne mal Hide and Seek. Ohne Sneaken, ohne Treten. Na, doch, mit Sneaken. Mit Sneaken. Hey, ist doch dann viel zu einfach, mich zu finden, wenn ich ja, in deinem Haus sneake. Du, wo bist du, hä? Wie, warte, wo bin ich? Warte, ich such dich. Ich finde dich, wir machen jetzt Mini-Hide-and-Seek. Hä? Warte, ich kenne ja nicht ganz das Haus, vielleicht hast du so ein Spezialoramo. Spezialoramo, das Spezial. Ist die neue Pizza. Weißt du, was du gleich hast? Du hast gleich auch eine Spezialoramo. Ja? Ja, was? Si. Si, Senor? Si, Senor. Eine große Spezialoramo. Was lachst du? Du bist gar nicht hier, du, der an dem Ton, schließt dich raus, dass du dich gerade bewegst. Also ich werde mich jetzt... Lieb deinen Traum, denn er wird wahr. Also was wäre, wenn ich mich vielleicht sogar bei dir räche, einfach nur dafür, dass du, was hast du mir so Schlimmes angetan? Was für Rächen? Warum will nicht jeder bei mir immer nur rächen? Ich weiß nicht. Du bist sowas von nicht in deinem Haus. Ich habe jedes Zimmer hier abgedingst, Alter. Ja, vielleicht bist du einfach nur schlecht im Suchen. Schon mal darüber nachgedacht? Nur weil ich dich fast getötet habe und Rüstung beschädigt habe. Ich wollte mal so gucken, was so zwischen deinen Wänden steckt irgendwie. Wenn meine Treppe... Was habe ich da gehört? Was? Ich wollte gucken, was so zwischen deinen Wänden steckt. Junge, was, wie lange ich für... Oh, Felix! Wie lange ich für dieses Redstone gebraucht habe? Du weißt, ich bin voll der Redstone-Noob. Wieso hast du das Ding jetzt gesprengt? Was, wo bist du? Junge! Felix! Nein, nicht da unten noch. Bitte nicht schießen! Bitte nicht schießen! Bitte nicht! Ah! Du hast verdient, Alter. Das hast du sowas von mir. Die Sachen kriegst du auch nicht wieder zurück. Ne? Was? Die Sachen musst du dir zurückarbeiten. Also ab, das ist das Einzige, was ich habe. Die musst du dir zurückarbeiten. So, dafür wirst du leiden und bluten, Alter, für diese Sachen. Hey, ne? Brother. Please give me my items back. Please, no, brother. No, no, senor. Please. Me hablo no español. Oh, por favor. Please. Ich hab keine Ahnung, ey, was wir machen, ey. Ich bin nicht mehr zurück. Du hast irgendwie gesagt, auf jeden Fall oder so. Ich hab gesagt, ja, auf jeden Fall oder so. Junge, die Sachen, die kriegst du nicht mehr, ne? Ich schwöre es dir, ne? Ich sag oft, ne? Ich weiß, Leute, braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben. Aber. Weißt du, was du im Gegenzug bekommst? Bis zur nächsten Folge wirst du für mich bluten und für mich die Sachen farmen und das neu aufbauen, dann kriegst du sogar die Sachen zurück. Weißt du, was du von mir bekommst? Hast du verstanden? Ich hab verstanden, aber weißt du. Hast du verstanden? Ja, aber ich will dir auch eine Nachricht erzählen. Was? Was du auch bekommst. Junge, hör auf, wieder was zu sprengen, das reicht. Ey, du hast doch meinen Sprengstoff. Ich soll hier noch mehr sprengen. Ich hab gar keinen Sprengstoff hier. Hey, du hast all meinen. Ich hab 7 TNT. Ich spreng jetzt dein Haus. Was? Now stop it. I spreng just a little bit of you. Sag, Petrit ist der Beste. Petrit ist der Beste. Und ich bin ein wertloses Stück Scheiße. Und ich bin ein wertloses Stück Scheiße. Boah, bist du erniedrigend und ehrenlos, Alter. Ich spreng dein Haus nicht, Alter. Ja! So einfach kann man dich beeinflussen. Weißt du, nee, Digga, du hast einfach deine Ehre abgelegt. Das ist mir wert gewesen. Ja, wer weiß, du kriegst was? Du kriegst sogar Ehre ist gar nicht mal, Ehre ist gar nicht mal vorhanden, Alter. Ehre, Alter, weißt du, was? Ehre ist nur Luft für mich. Schlaue Menschen haben keine Ehre, wusstest du das? Ja, ich weiß. Hä? Hey, du hast quasi gerade mir ein Kompliment gemacht eigentlich. Ja, eigentlich schon, aber... Ich habe einen Satz davor gesagt, ich habe keine Ehre. Und also dann sagst Ehre du, ist aber, Ehre aber ist für mich nicht. Wenn du keine Ehre hast, dann bist du auch moralisch verwerflich. So quasi. Hä? Das ist total dumm. Nein, ich habe mich versprochen. Wenn du keine Ehre hast, bist du intelligent. Aber wenn du Ehre hast, dann bist du moralisch auf dem richtigen Weg. Also auf dem richtigen Pfad, weil wenn du zum Beispiel so ein ehrenloser Bastard bist, ne? Ja, aber es gibt doch keinen moralisch richtigen Pfad. Dann bist du zwar schlau, aber also halt moralisch falsch. Verstehst du? Was ich... Egal, das war's mit der Folge. Ich will sagen, ich hab mein Items wieder, weil ich meine Ehre verloren habe und nur schlaue Menschen haben keine Ehre, hat ihr gehört. Gott. Ich würde sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dass ich Petrits Haus hochgesprengt habe, alle Leute, die disliken, sind doof. Ich kann sagen, alle, die disliken, die werden sehen, weil... Die kriegen Stress rächen. Von Petrit. Ja, Petrit wird sich bei den Dislikern rächen. Das ergibt nämlich absolut Sinn. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich krieg gleich mein Zeug zurück, weil ich ehrenlos bin. Das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss. Haut rein! Da gibt's übrigens weitere ehrenlose Videos. Falls ihr das sehen wollt, unten in der Beschreibung ist Petrit verlinkt. Fühlst du dich heute auch ehrenlos?
Tauscht Senor Bella Oliver. Gott.